Oder. Was heißt das? Es sollte eigentlich alles mal gehen. Hoffen mal, dass es auch so bleibt. Dass es wirklich jetzt dauerhaft mal funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie laut die Alerts sind. Der Emo läuft wieder, genau. Das auf jeden Fall und ich bin sogar einen Schritt weiter gekommen, ne? Ich muss kurz meinen Alert öffnen. Wenigstens startet mein PC nicht schnell neu. Ich weiß nicht, was mit Twitch mal los ist. Egal. Steht halt, Verbindung konnte nicht hergestellt werden durch Twitch. Tja, wenn du nicht will, dann nicht. So, YouTube-Chat, du gehst mal weg. Seht ihr mich oder? Okay, wenn ihr mich nicht seht, dann was. Dann könnt ihr diese Frage nicht stellen. Dann könnt ihr die Frage nicht beantworten. Okay. Alles klar. Wunderbar, wunderbar. So, und hoffen wir mal, dass jetzt alles klappt. Ich muss kurz mein Alert leise machen. Dit. Geht doch nicht dahinter kommen. Dankeschön. So. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt nichts. Doch, ich bin online. Domifi. Achso, er sieht mich ja gar nicht. Ja, ich glaube, er muss aktualisieren. Twitch halt. Twitch. Der Twitch. Was? So. Ja, wir sind schon einen Schritt weiter, also vielleicht klappt es ja jetzt wirklich bei allen Schritten. Das hoffen wir mal. So, ich fange schon mal an. So, jetzt muss ich mal dran erinnern. So, genau, hier waren wir. Beim Psychdank, weil das haben wir dann schon alles gemacht. Wir haben To the Woods, Tiki, Roundup, Find, Alter, ja genau. Die Camper. Ach ja. Ich habe das eine mit diesen Schaltern da gemacht. You have not received this task. Ja. Das ist die Mission, klar. Okay, müssen noch die Camper finden. Die finden sich dann eigentlich von allein. Also irgendwann halt, ne? Genau. Und hier kommen wir eigentlich raus, ja. Oh. Nein. Gerne ja, das ganz. Das ganz stellt. Das Ding davon ist so geil. Keine Qualänderung. Oh Mann. Ah, tut mir leid, Mann. Twitch, ey. Und Restream. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ja. So, genau, das ist der Hauptbereich. Was haben wir da eigentlich von? Drei Camper haben wir schon. Wunderbar. An die Steuerung gewöhnen. So, hier springt man, hier klappt man an. Alles klar. Den das sind Blooper, den niemand weiß es. Wer weiß es? So. Ach, hatten wir da noch nicht alles mal? Ach so. Alles klar. Gott, da hatten wir schon alles. Da hatten wir doch diesen Cheat gemacht. Für mich war es kein Cheat, weil es eigentlich quasi ein. Weil man es ja quasi so machen kann, ohne irgendwelche Taschenkombis, ne? Aber ja. Aber ja, gut. Oh! Ja, hier war das, genau. Well done, son. Next time I need to round up customers for the Krusty Krab, I'll give you a call. Why would the customers want to be made round? So Fitness. Sollte ich auch mal machen. Lamentables Spielen, die Horrorversion, ja. Warum nicht, ne? Ey. So. Ich wollte gerade sagen, ne? Die Kralquiller sind ja okay, aber Horrorversion ist beste.
Restaurant. Muss ich sagen. Ich war an der Uni. So. Also, nach meiner Meinung sind wir schon jeden Weg gegangen. Aber ich will immer auf B springen. Warum springt man nicht einfach Stick nach oben? Ich weiß nicht. Hier waren wir schon wieder. Eieiei. Nochmal, so. Na gut. Ja, wie ging das nochmal? Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen leise sein. Da kommt aber Patrick gar nicht hin. Achso, da hoch zu kommen. Hm, ich glaube zu hin. Ich gehe da lieber manchen. Lieber nicht. Gut, ich hol mir den mal wieder. Muss mal wieder auskennen, ne? Hier war auf jeden Fall nichts. Ach, bei der. Ach so, das meinst du. Mhm. Das Mensch ist hier. Gut, ja, da unten war einer. Du muss mal wieder auskennen. Ja gut, aber ich finde, meine Kilos sind jetzt nicht gerade, wie soll man sagen, ich wiege nicht gerade viel. Kann man so sagen. Aha. Na gut, Gott, oh Gott. Das könnte eng werden. Na, geht das? Ja. Ja. Ich will wissen, wo das war. Das war der Jagd, wie das. Das war der falsche Weg auf jeden Fall. Wie komme ich da hin? Ich habe eine Idee. Wir machen so schnell das. Ja, gemein ist nicht der Sport, ist der Typ, muss ich sagen. Irgendwie. Außer halt Fingersport, ne? E-Sport. Das ist eine anerkannte Sportart, Leute, okay? Ja, oder Witz, kann schon anstrengend sein. So machen wir es nochmal. Gut, ich hatte jetzt nämlich eine Idee. Ich glaube, so soll man es nicht machen, aber. Ist doch egal, oder? Und hattet ihr eine schöne Woche, hoffentlich, hoffentlich. Ohne mich, immer gut. Ach, stimmt, man darf ja nicht schwimmen. Geschafft, gut gemacht. Was zappeln? Meinst du zappeln? Zappeln, mein Sprung. Zappeln. Unendlich verblöd. Sprungwissig sei gelernt. das ist nicht irgendein Dollar, das ist Mr. Krabs. Erster Dollar. Genau. Ja, tut mir leid, Junge. Ich wollte auch nicht unbedingt nach London, aber ja. Eigentlich war es ganz cool, weil ja, London ist schon eine schöne Stadt. Ah, da gibt es halt noch meinen Klassenlehrer. Ja, ich mache jetzt schon mal diesen einen da. Hallo. So. Ach so. Stimmt, Ah, da war doch die eine Folge, ne? Ja, es ist aber schon anstrengend. Ich meine, für SpongeBob ist es schon Kraftsport, ne? So, ich glaube, meine Taktik, die ist etwas knapp sogar. Weil meine Taktik halt nicht die wahre Taktik ist, aber egal. Hä? Was ist das Falsche? Als ob. Als ob das jetzt das Falsche war. Das war doch da, oder?
Also du wirst wahrscheinlich einfach gehen. Aber der Cheater, ja. Ganz September auf besserweise. Ein Tischtennis spielen. Hm. Oh, okay. Das muss man auch mal hinkriegen. Also ich habe mir zum Glück noch nie was gebrochen. Also das Schlimmste, was ich mal hatte, dass ich glaube als kleines Kind habe ich mir mal, eine Riesenscherbe gedacht und ja, musste halt mein großer Zeh genäht werden. Mehr war da eigentlich nicht. Also, mehr war da nicht. Aber trotzdem. So, dann hab ich das gar nicht gesehen. Okay, na, das soll man sich entwickeln. Zu klassen war dein Smash-Turnier. Das hab ich sogar mal mit Schüttel vorgeschlagen, aber die so, nee, ey, zocken mich doch voll, was für Loser, ey. Ja, klar. Ja, meine, alles meine Klasse sind natürlich voll die Streber, ne? Ja. Es gibt auch Leute, die zocken in meiner Klasse, aber die zocken die falschen Spiele, sagen wir mal so. Es gibt zwei Leute, nee, drei Leute, die zocken, aber... Okay, einer davon, der zockt auch Nintendo Stuff und alles, aber... Auch Fortnite, aber die anderen zocken. Nur Shooter und so. Aber ja. So, nochmal. Kann sagen, was war das? Ist beides aufgegangen. Mhm. Genau diese Sequenz hat mir jetzt Zeit gekostet. Wunderbar. Irgendwas tickt da noch. Wahrscheinlich ein Bug oder so. Das ging zweimal auf, sehr interessant. Pata, geh mal dahin, wo du gerade warst. Bitte. Das wird jetzt ein bisschen klar. Ey, diese Gegner, ne? Ich kenne jetzt keinen Weg, wie man da richtig hin soll. Ich muss mal gucken, aber... Ich glaube... Ah, das war da. Ja. Ich suche jetzt mal einen richtigen Weg aus. Ja, mein Weg war jetzt nicht das Beste. Ne? Ja. Guter Deutsch. Mhm. Wunderbar. Wie ich. Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap, please. The next station is Allgate East. This is the District Line train to Upminster. Hm. Wo habe ich mir das gemerkt? Ich weiß nicht. So, wartet. Dahin. Das kann auch sein. Hm. Ah, ich finde gerade den Weg nicht. Na, egal. Oh, machen wir es mal mit den Tikis da. Die auch mal waren. Oh, waren die jetzt nochmal? Oh, ist ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Puh. Waren auf jeden Fall nicht im unteren Weg, das weiß ich. Das rum. Ich weiß es nicht, aber ich sag jetzt immer, ich sag eigentlich immer die rum. Aber meine Grammatik ist eh nicht richtig, weil ich sag
Manche Sachen mit Absicht falsch. Aber ich finde Pizzas klingt besser. Ich sag mal Pizzas. Mhm. Ich sag nie Pizzen, weil ich finde Pizzas klingt einfach besser. Deswegen sag ich Pizzas. Außer bei Atlas. Na, bei Atlas, Atlantis. Ich sag auch Praktikum, das heißt eigentlich Praktika. Zwei Praktika. Ich sag aber, ja. Praktikums. Ja. Ich habe eine besondere Grammatik, sag ich mal so, ne? Mhm. Aber kann beides sagen. Also, okay. Ja, Wahnsinn, das ist Tickies nochmal. Utsch. Ah, hier oben hast du die. Ja, ich mache jetzt so schnell das. Atlas und Atlanten. Mhm. Ja, da klingt Atlas da doch nicht mehr so wunderbar, ne? Nicht wirklich. Aber Pizzas finde ich, klingt besser. Irgendwie schon. Jetzt drück auf bitte richtig. Bitte nicht auf die Dinger drauf schalten. Okay, lass uns mal. Lass uns mal. Lesen. So, war der andere Tiki nochmal. Ach, hier. War der andere Tiki nochmal. Ach, ich weiß nicht. Rechtsstelle. Das hatten wir schon. Das OP-Junge, der muss genervt werden. Eddie ist wieder da. Ah, jetzt bin ich wieder hier unten. Ah, wunderbar. Schöner Gegner. Das ist König DDD. DDD, das tut weh. Ah. Ich mit meinen Reihen mehr, also. Brr. Ich war ganz schön crazy auf der, in London, war ich ziemlich crazy drauf, muss ich sagen, abends. Muss ich schon sagen. Also, und jetzt? Da war ich schon ein bisschen crazy drauf. Zum Guten. Also, nicht so crazy, dass es wieder total übertrieben war. Aber ja. Kann man ja mal machen, ne? Aber jetzt wird man ein bisschen drauf. Halt. So. Patrick, bitte sei leise. Das ist einfach mal drauf. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Super, erst Zeit mit meiner Community verbringen, dann Zeit mit Tori und euch. Und so, und dann noch Markus und seinen nice Deutz. Mhm. Wunderbar. Wunderbärchen. Wenn wir in 2,5 Stunden mit Iron Man durch sind, ich denke aber schon, weil. Ja. Ich glaube, die mit Zimmer gehen 3 Stunden, 2,5 Stunden, irgendwie so, ne? Mhm. Das könnte schon klappen. Ja. Weil den einen, fahren wir ruhig später. Gut. Wann, wenn der Steuer- und Backbord aufsetze? Backbord fallen? Mhm. 3 Stunden, ja. Ungefähr so. Barnacle Boy, neuer Name. So, weiter geht's. Hi. I need SpongeBob's help if you see him. Hey, Torge, danke schön für den. Oh, einen schönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's? Okidoki. Okidoki. Wo ist DK? Donkey Kong. Und ich muss keine Zeit mit irgendwelchen Idioten aus CL verbringen, was meint er? Oh, das, die sind auch nicht da. Dann sag ich zu mir. Mhm. Stimmt. Noch sturmfrei. Wunderbärchen wird es. Hey Kid, I could really use your help if you had some time to spare. Sure, Barnacle Boy, what do you need? Barnacle Boy. I'm trying to recover my lost energy crystals and power my new secret superhero power.
It seems the robots have found my supply and have hidden them in this cave. Yeah. Secret superhero power? Oh, what to do, what to do, what to do? If I told you, it wouldn't be a secret, would it? Just trust me. Das unsichtbare Wutmobil. Hey, Meerjungfrau, ich glaube, ich hab's gefunden. Well, then you rest those super bones of yours. I'll get searching for these crystals. So. Neuer Bereich, neues Glück. Ich gehe mal wieder. Ich hab leider keine Lust. Tut mir leid. Ja. Das Böse! Blaubarschbubel, komm schnell, ich hab das Böse! Das hat der ganz toll eingestellt. Oh Mann. Oh, wartet. Ah, wir hatten diese Rakete, ne? Da liegen die nochmal. Ah ja, genau. So. Wir von der Crystal, there are 5 left. Alles klar. Nochmal Sammelgegenstände. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Camper. Ist da einer? Nee. Okay, ich muss wieder irgendwas mit der Rakete machen. Wunderbar. Ich kann nicht so machen. Ich sagte, hier kann ich so machen. Schon. Okay. Ich sagte. Die Tür ist jetzt offen? Ah, nee. Wenn ich das jetzt da drauf gehe. Ach so, der respawnt. Ach so. So irgendwie hinkriegen, dass der da drauf ist, ja. Das bringt eigentlich nichts. Er muss da drauf. Das heißt, ich brauche kurz, Patrick. Wir haben beim Internet ja auch nicht, New. könnt ihr ja mal versuchen, ne? Ja, lecker flutzt er eh durch mich. Hey, Jorge! Du warst forschen da. Achso. Du musst noch deinen Rechner neu starten. Musste ich auch kurz. Dann sag auch mal. Eine halbe Stunde musste ich auch meine Rechner neu starten, weil Dolphin sie aufgegangen hat. Ich sagte, jetzt geht's los. Soos. Und dann. Hat sie aber mal so ein bisschen aufgegangen, ne? Kann man ja mal machen. Hey, Torge. Wie geht's? Ja, gar nichts. Versuchen's mal, ne? Ja, ein bisschen laggen tut's eh. Das liegt dann an mir. Gott, wo muss ich denn das? Wo muss ich denn das jetzt machen? Oh Gott, ist da oben, ja wunderbar. Ich gehe einfach mal hoch. Ja, ganz hoch. Hoch, mit dir. Dankeschön. Leckt irgendwas? Nee, es leckt nicht. Hey, Play. Einen schönen Abend dir. Wie geht's? Ach so, hier. Okay. Alles klar, schon mal den Kristall. Okay. Gut. Ah, jetzt wollen die Spot schon wartet. Dann wechsle ich kurz. Da war da oben was. Ja. Okay. Die Musik vom Seetankwald, deswegen ist es auch sehr beruhigend. Das können wir machen, Jo, das ist nicht gut. Und hoffen mal, dass es kein Nintendo gibt. Naja, es ist meistens nur so, wenn mehrere Personen in der Arena sind. Das sagen sie ja auch immer, wenn man mehrere Personen, wenn man mit mehreren Personen in der Arena ist, dann sagen sie immer, oder da kommt dann so ein Schriftzug halt, ja, dass es zu Verbindungsproblemen führen kann. Aber eigentlich sollte es trotzdem nicht dazu kommen. Aber wenigstens sagen sie es. Aber sie erwähnen natürlich nicht, dass man 20 Euro zahlt. Ganz gut, aber. Mir sind die Chats gerade leicht verwackt. So. Allgemein bei Twitch meinst du? Komisch. Die Rutsche, die nach dieser Höhle kommt, ist der Horror. Das wird eine Horrornacht. Man sollte das lohnen, ja? Das wäre echt geil.
Also den machen wir natürlich mit. Mhm. Ich habe gedacht, ne, weil in London kam ein Update. Irgendwie, es hat es halt runtergeladen, obwohl ich das schlechtes WLAN hatte. Und denk so, ist jetzt der Joker raus? Aber nee, da wird irgendein Misch gebufft. Oder gebufft. Irgendein Misch gepatcht, keine Ahnung was. Aber ja. Genau an dem Tag, das wär's ja, ne? Da hat doch keiner den gespielt. Und ja. Na gut. Der wäre ja dann ganz unten. Ach ja, Nju, wir können jetzt schon. Mir ist eigentlich egal. Also, willst du oben anfangen oder soll ich oben anfangen? Also, wer fängt wo an? Das können wir jetzt schon überlegen. Bei mir sind meine Charaktere eigentlich gut aufgeteilt. Gut, meine erste Reihe ist eigentlich besser. Gut, bei mir ist die erste Reihe und die vorletzte Reihe. Ja, Nesto und Donkey Kong halt. Okay, ich muss sie wieder. Patrick? Patricia? Patricia? Na, er wird ein bisschen mit der Rakete rumgespielt. Für die jetzt nicht schlecht. Ah, stimmt ja. Hallo. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, stimmt ja. Und tschüss. Ah, du hast auch noch keine Ahnung. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ich lasse dir die Wahl, ne? Wir machen es einfach nach Simmers Vorschlag, einer fängt in der Mitte an. Genau, die laden gerade nicht richtig um. Ah, Twitch, bei mir ist es so, Torge, ne? Das Restream bei mir gerade nicht. Achso. Da hatte ich heute schon mal. Also war heute war es zum zweiten Mal schon der Fall. Dass der Mikro sich wieder, ja. Stumm schaltet. Bei mir ist das so, Torge, das Restream unstumm. Also, das Restream. Das erklärt einiges. Das Restream. Ja, warum? Das ist doch informativ. Gut, dann muss man ein bisschen hin und her laufen. Hallo. Wird mal wieder schneller hier. Oh, apropos, ne? Warum sag ich apropos? Es hat eigentlich nichts damit zu tun. Oh, ich muss so viele Spyro-Parts nachschauen, ne? Ich spreche keine Let's Play, aber ich schaue es immer nach. Oh. Wunderbar. Das wird lustig. Irgendwie kriege ich es hin. Ah, oh Gott. Soll ich jetzt rauf? Ja. Nice. Man kann nämlich eigentlich direkt davor stellen. Also, das Wiesn sich gerade nicht mit Twitch verbindet, Tori, ne? So. Achso. Ah, die wird ja bald, die wird dann noch eine Weile zerstört. Hab ich ja jetzt vergessen. Du hast auf jeden Fall 2 Chars mehr als ich. Ach komm. Nutz doch mal Ryu und Ken. Lütz doch mal. Ach, Sir Patrick. Nee. Das ist ein bisschen dumm mit der Melone, weil... Ich muss ja noch zu SpongeBob wechseln. Das ist ja das Problem. Wär so schlauer. Das ist ja unfair, Nju. So. Schaffe ich das von hier? Challenge Time. Ah, nee, das ist wirklich. Ja, dann versuche ich es halt. Dann versuche ich es halt wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder, und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder.
Dann wieder. 13 Tage ist es schon. Stimmt. Nach diesen Kristallen? Genau, genau. Ich habe schon 2 Stück von denen. Das sieht man ja gar nicht. Was ist deine meistgehasste Welt? Also alle sagen, dass die Welt am schlimmsten ist. Ich kenne sie aber noch nicht so gut, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber wahrscheinlich bald. Und moin! Mightimo? Wie geht's? Schönen Abend. Schön, dass du reinschaltest. Ah, magst du die Welt? Bis jetzt finde ich die Welt nicht schlecht. Ich kann nur nicht beurteilen, ob sie jetzt wirklich so schlimm ist. Gefällt's mir, sag mal. Mal gucken. Die Rutsche soll schwer sein. Weil schwer heißt ja nicht immer schlecht. Klar, wenn es schwer ist, dann regt man auf. Treetops bei Spyro auch, ja. Oh, da ist ein. Da ist eine Socke. Ah, oh, die hole ich mir. Schön. Schön, das ist schön. Eigentlich ist es unfair, ne? Ach komm, tu's für mich, Nio, benutze. Tu's für mich. Das kennt ihr aus irgendeiner Serie. Ach komm, tu's für mich. Socke for Smash, ja. Nicht Spaß, seine Entscheidung, Nio. Ist oben der Kristall? Ich denke schon. Ich wollte nur noch den Stein ticken und ich muss wieder wechseln. Pater! Glaube ich hoch. Nee, da geht's nicht hoch. Tatsache? Tatsache. Gut. Ist hier unten irgendwas. Battle. Dein Lieblingswelt ist Rock Bottom. Ah, nice. Rock Bottom ist sehr nice, das hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. So Horroratmosphäre. Das ist jetzt auch meine liebste Welt. Wo ist hier eine Bushaltestelle? Ich möchte gerne Rock Bottom fahren, bitte. Wo ist denn verlassen Bikini Bottom? Steht ein Schild. Sie verlassen Bikini Bottom. Bin ich wieder hier. Wunderbar. Nee, da wollte ich nicht unbedingt hin. Warte, ich mach das so. Ja. Die Level sind echt verwirrt, ne? Bin ich der Einzige. Ja, teilweise schon, ne? Ist nicht schlecht, aber ja. Genau. Das können wir machen, dann nimmst du random und ich nicht. Und wann, ob du unten oder oben anfängst, ne? Mir ist das egal, also. Persönlich würde ich jetzt oben bevorzugen, aber. Was musst du sagen? Ja, okay, warum sagt er dich random, ne? Oh, du solltest aber dringend Zimmers Random Tutorial angucken, ne? Mhm. Das ist ein sehr komplizierter Charakter, das weißt du, ne? Das ist der heftigste und schwerste Charakter im ganzen Spiel. Ja, das sagt er sogar. Echt. Muss ich dir echt angucken, das ist echt. Puh. Nee, also, das ist echt nicht einfach, random zu spielen. Puh. Echt ein schwerer Charakter. Ja, würde ich echt aufpassen. Das ist ein bisschen zu. Ja, ja, ja. Wo war's? Die Decke? Ja, da war's, ne? Ja, da ist das Ding hoch. Okay. Oh Mann! Oh. Schade. Leicht verfehlt. Wenn du einverstanden bist, Junge. Wenn du einverstanden bist.
kann runden. Wo habe ich denn bei Simmer angefangen? Ich glaube, bei Simmer habe ich unten angefangen. Nee. Nee, bei Simmer habe ich unten angefangen, oder? Ja, ja, genau. Da habe ich unten angefangen. Ist Jellyfish Fields. Ah, die erste Welt. Die ist auch schön, ne? Die war auch sehr schön. Das stimmt. Da hast du recht, da haben sie recht. In der Tat. Also mir wird wie gesagt oben lieber. Wenn du halt nichts dagegen hast, ne? Da wäre es quasi Abwechslung für mich. Direkt auch für die Zuschauer. So, jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Muss ich mal das andere. Das muss hier sein, ja. Das ist hier. Der Bereich gefällt mir. Der ist ja noch einfach, ne? Alles klar. Dann machen wir so. So. Da kannst du bei Random anfangen. ich brauche wieder Patrick. Stimmt ja, da war ja was. Kurz nochmal zur Kiste zurück. Kiste! Sind wir ein Crash oder was? Ja, nur dass die Kisten hier etwas anderes bringen, ne? Etwas anderes, etwas. Warum nicht die langen Weg? Ich gebe die Abkürzung. Aber, die Welt sind eigentlich alle richtig shitty. Die sind nicht shitty, ich finde die gut. Aber die sind halt groß. Und ja, das Level-Design ist halt eigen. Weil, ja. Wie gesagt, wie du gesagt hast, halt verwirrend, ne? Mhm. Aber schlecht ist das Spiel jetzt nicht. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. So, hier war es, ne? Ja. Ja, nein, ja. Na genau, wir müssen eh alle Char spielen. So, hier runter, ja. Ah, ich freue mich drauf. Eine Galerie Kaufhof. Ich freue mich drauf. Die Werbung kommt auch nicht mehr, ne? Doch, es kommt schon noch Galeria Kaufhof Werbung, aber nicht mehr dieses Ich freue mich drauf. Warum nicht mehr? Was ist denn das? Der Arsch der Welt. Und was wollen wir da? Möbel kaufen. Diese Werbung... Die verhält mich und meine Klassenkameraden irgendwie hart. Was ist denn das? Der Arsch der Welt. Oh Mann. Ja, und ich habe meinen Zimmergenossen ein paar SpongeBob-Sprüche gezeigt, ne? Und die wiederholen sie jetzt dauerhaft. Wie zum Beispiel, 24 Stunden am Tag geöffnet haben, was für eine dämliche Idee. Wer will schon einen Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Um Kinder, 3 Uhr morgens. Am 13. Brief Markus, wie gesagt, ich wahrscheinlich am 20. oder immer um 20. rum irgendwie. Hier ist kein Schalter, nee, hier ist nur ein Camper. Voll der Camper. Sonic. Ich habe alles so viel Sonic in Smash 4 gespielt. So, da oben ist ein Kristall. Kommen wir aber nicht hin, das ist wahrscheinlich hinter. Hier war ich ja schon. Ah, ich kann mal versuchen. Und ich, naja, ich will mal was versuchen. Und zwar, wenn ich jetzt den Tiki nehme. Willkommen in Teil des Tiki-Land. Willkommen in Teil des Tiki-Land. Genau. ich tue mal kurz Geld auf mein Konto. Warte hier.
Hier bitte. Nein, der ist nicht abgerissen, das sieht nur so aus. Rechner ist neu gestartet. Hm. Also heute haben viele Probleme mit der Technik irgendwie. Also wir beide. Ah, die Technik, ja. So ist das halt. Was bringt es jetzt? So gut wie nichts, weil eigentlich muss ich das auf den anderen Schalter tun. Also ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, Leute. Ich glaube, ich nehme das jetzt wieder mit, weil ich kann mir nicht erklären, was da jetzt passiert ist. Was ist denn da passiert? Warte, ich nehme das wieder runter. Das ist ja lächerlich, was da passiert ist. Also ich sehe da jetzt keine einzige Veränderung. Ich weiß nicht, was sich da verändert hat. Oh, war das schon die ganze Zeit so hoch? Wahrscheinlich ist da oben dann ein anderer Kristall. Das ist der, wo wir gesehen haben. Mal gucken. Wer weiß. Barbarian Stone und Dein, sind Spaghetti auch ein Instrument? Nein, Barbarian Spaghetti ist kein Instrument. Knochen sind auch kein Instrument. Sans spielt mit sich selber. Schlagzeug, hallo? Er hat nämlich ein tolles Bauchgefühl. Bin echt so gut, nur ich weiß nicht. Gut, bei den Klassenkameraden, die kann ich irgendwie auch unterhalten, was auch nicht. Was sagen die? bei mir lief alles, was? Nein, ich habe heute nicht gestreamt. Hust. Aber ich habe tatsächlich weder auf Twitch noch auf YouTube gestreamt. Auf Steam hast du gestreamt. Das geht sogar. Das kann ich bei Restream theoretisch auf Steam verbinden. Gibt's einen Steam-Chat? Wer schaut mir auf Steam zu? Oder auf Hitbox? Oder? Nee, das heißt ja nicht. Das heißt nicht mehr Hitbox, das heißt doch Smashcast jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt habe ich oben eingesammelt. Oder? Ja. Hab's gerade gekritzt. Du fragte Flowey, ob Folterinstrumente auch zählen. Ach so. Folterinstrumente, ja. Es sind Instrumente, aber leider machen sie keine schöne Musik. Ah, doch, die machen. Warum spielst du diese entzückende Musik nicht weiter? Oh, Mann. So, Spongy! Also, es ist gekürzt, es ist. Ja, ja. Wäre die Nachricht ein bisschen lang geworden. So, ich muss zu dieser einen Ding da kommen. Bin ich hergelaufen? Ah, nein, Wolke. Cloud! Nein, bitte nicht. Hey, Fesch, doch den schönen Abend, wie geht's? Ja, wir kennen uns ja. Du bist Boss noch. Ja. Komme ich denn da hinten hin, ey? Wenn ich da oben bin, was passiert, wenn ich... Und da kommt der nur... genau. Ah, da hoch, okay. Das heißt, es ist irgendwo hier. Ja. Ach, Daily Motion Mix, okay. Und danke, New, für den neuen Host. Ich bin aber neu gestartet. Sieht aus, als ob sie oben ist, ne? Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal wieder hoch. Okay. Bonjour, guck mich nicht so gruselig an, bitte. So, ich nehme mal wieder. Ach, boah, Patrick. Ja. Ich weiß nicht, wie das sind. Twitch ist das bekannteste und auch das Beste. Ja, YouTube zum Streamen, naja. Ich kenne nur einen, der auf YouTube streamt, und zwar Axel Vollpfosten. Axel Vollpfosten. Oh, ich muss mir noch die andere Teile angucken bei diesem Interview. Das ist so witzig. Wurde interviewt und da redet halt der YouTuber über das Interview, ne? Manchmal stoppt er das so und sagt, ja. Was Nettes über Axel, was? Warum habe ich einen Charakter nicht gewechselt, ich Idiot?
Oh Mann, Axel, was ist so dumm? Das ist so amüsant. Ah, so peinlich. Er blamiert sich. Ja, genau. Klar, für Videos ist natürlich Twitch viel besser als YouTube. Also, was hat denn YouTube für... Nein. Twitch ist das einzig wahre für Videos, hallo? Ja. Für Streamen ist YouTube das allerkrasseste. Habe ich was umgedreht? Nein, das soll so passen. Das soll so passen. Sag die Blume, ich wollte schon im Hintergrund, Hintergrund Dinge durch die Blume. Ach ja. So, hier hoch bitte. Das Einzige, was ich wirklich nie vergessen werde, ne, ist Mind the Gap between the train and the platform. Ich feiere die Ansage, ich weiß nicht warum. Das klingt aber viel besser als: Bitte beachten Sie beim Ausstieg den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the Gap between the train and the platform. Das sagen die so oft, ne? Ja, warte. Das werde ich nie vergessen. Nee, ich finde allgemeines U-Bahn-System in London ist besser als in Deutschland. Obwohl es in Stuttgart auch gut ist, aber... ich finde es trotzdem in London ein Stück besser. Also ein Stück strukturierter, sag mal. Habe ich das eine Meinung wahrscheinlich? Ich komme da von da nicht da hoch. Das ist gutes Deutsch. Dann muss ich irgendwo anders zusehen hochzukommen. Ah, ich sehe es. Aber New, hast du dieses neue Creator Studio von YouTube gekriegt? Ich habe das immer noch nicht. Ich krieg das einfach nicht. Ich will es nicht haben, weil alle sagen, das ist schlecht. Aber ich krieg dieses Update nicht. Schwer mich nicht. Hm? 80 Meter, oh, das ist echt nice. Ja gut, so weit sind die nicht unter der Erde. Die haben halt nie Verspätung, die fahren alle 5 Minuten und die Ansagen sind so genau. Ja, sogar wenn man an einer Haltestelle schon angekommen ist, sagen die, this is Victoria oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, was war da jetzt? Ich hab gleich so geguckt, was war da? Was hat sich da jetzt verändert? Ach so, nee, doch nicht. Ach so, nee, doch nicht. War da jetzt? Da oben ist auf jeden Fall was. Genau. Kann ich da hoch? Mhm. Genau, ich muss noch den Schalter aktivieren. Mhm. Ja. Ist aber nicht mal der Kristall, den ich gesehen habe die ganze Zeit. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Exit to the right. The direction of travel. Das sagen sie nicht in London, das sagen die nicht. Die sagen nicht, in welche Richtung man aussteigt. Ach, der gar nicht. Finde ich aber eigentlich auch sinnlos, weil man sieht es ja. Aber dafür, mind the gap between the train and the platform. Ich brauche eine Wassermelone. Gut. Buscheine. Ich brauche eine Wassermelone. Bitte, geben Sie mir eine Wassermelone rüber. Freut sich, weil er von seiner Tante in den Maifähre eine Woche eine SNS. Ist eine Woche eine SNS-Spiel bekommen hat. Wie meinst du? Da kannst du eine Woche SNS zocken, meinst du? Hey, wie soll ich das machen? Muss ich da hochbekommen, aber ganz schön schnell. Oh Gott. Deutschland schon, erst auf Deutsch. Und bestimmt halt schon auf Englisch. Mhm. Ja klar, in Deutschland machen die das immer. Aber in London nicht. Aber sagen die auch nicht immer, dass man auf die Gap achten soll. Die Gap. Mind the gap, please.
überhaupt? Hallo. Da oben muss doch eine sein, oder? Weil irgendwie... ist ja ein bisschen arg weit, die da mitzunehmen. Ah, oh, okay. Ich hätte es schon ewig. Ich hatte es komischerweise nie. Komischerweise hatte ich das nie. Ich glaube, ich nehme einfach mal das mit. Ich achte jetzt mal drauf, was hat sich da geändert. Achso, okay. Das, was ich gedacht habe. Alles klar. Ich habe gerade Splipe, weil hätte ich es mitnehmen können. Aber eben nicht. Ja, ist doch gut für dich, New. Ist doch nice. Stumpf ist immer nice. Sorry. Ich habe gehustet. Bitte husten Sie nicht zu laut in meiner Gegenwart. Hä? Wie soll ich denn hier eine Wassermelone raufbekommen? Weil so kommt man ja nicht rüber. Oder nein. Wie soll man deine Wassermelone raufbekommen? Ich hab jetzt keine Ahnung. Ich nehme einfach mal den, aber. Der schmeißt es da nicht hoch, das ist mein Problem gerade. Wo schmeißt denn der das hin, ey? Ja, hallo. Lass mich das doch mal nehmen! Oh Mann! Na, du kannst dich da ruhig ein bisschen hochklitschen, das passt schon. Ja! Ah, wunderbar, wunderbar. Ist mir egal, ob es so gemacht wird oder nicht. Aber doch mal hat's, ne? Och Mann, ist diese Wolke nervig. Alter, ne? Boah, wir sind beim Rückflug mit einer tschechischen Airline geflogen, ne? Oh Gott, dieses Flugzeug sah so alt aus, ne? Das ist so alt, der Flügel, der sah aus, als ob er jeden Moment auseinanderbricht. Beim Hinflug war es wenigstens ein deutscher Flieger, der war ordentlich. Er war ordentlich. Okay, das war mit Absicht. Das war natürlich mit Absicht. Ne, im Ernst, ich weiß gar nicht, wie ich den da hochkriegen soll. Genau werfen halt. Manchmal heile ich mich. Ja, bei uns bist du willkommen, Jo. Natürlich. Ich bin noch da. Jo, alles gut, alles gut. Ich versuche hier gerade rum. Alles gut, Mann. Gut. Ja, bleib da drauf, Diggi, bleib da drauf. Na, du glitschst dich nicht runter. Nein. Na. Och man, diese Wolke ist echt nervig. Diese Wolke. Muss genervt werden, die Wolke. Ja, ja. Das freut mich, Patrick, dass du den großen Button gedrückt hast. Ich habe den großen Button gedrückt. Verneigt mich. Verneigt euch vor dem König. Guck mal, wie er schon zappelt. Patrick ist doch ein König. Wie soll so ein Trottel König sein? Ja, die Wolke, ne? Mhm. Ja. Mal weniger Schwertkämpfer. Dann doch lieber mal einen anderen Cloud. Mann, wenn diese Wolke nicht wäre, ne? Boah, die nervig, diese Wolke. Boah. Die ist echt nervig, die Wolke. Och, Mann. Muss genervt werden.
ist halt echt. Oder Witz. Mann, ey. Jetzt geht doch mal weg. Was soll ich denn da machen? Oh, das nervt mich. Boah, ist so. Das ist echt nervig. Gut, Geronimo. Ne, warte mal. Ich kann doch einfach neue holen. Ein neues hier holen. Endgültig beendet. Hat's immer noch nicht richtig reagiert auf die Nachrichten, oder? Ich schreib mit dir auch nicht mehr. Muss ich sagen. Auch schon eine Weile nicht mehr. Ach ja. Das ist halt schon lange, also... Ich schreibe schon sehr lange nicht mehr mit ihr. Die Zeit ist vorbei. Sag mal, wie kriege ich denn das da gescheit hoch? Das ist doch niemals so gedacht. Also, das ist echt... Das kann doch nicht so gedacht sein, oder? Hä? Oder ob ich das von hier hochschmeißen? Das ist auch nicht so. Das glaube ich nicht. Oh, doch. Nur sogar besser. Wahrscheinlich auch nicht so gedacht, aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Unteraufsicht. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, keine Arbeit, ist mir egal, das Ding geht nicht hoch, ist mir egal, dritte Mahnung, ist mir egal, Roboter mit Zimt, ist mir egal, ist mir egal. Ja, es ist echt so, es ist komplett anders geworden. Das hab ich mir auch gedacht, nur seitdem sie Timmy kennt. Timmy ist auch anders geworden. Ich mag Timmy nicht mehr so arg. Er kann nett sein, aber manchmal ist er echt ein bisschen... Unverschämt. Unverschämter Bengel! Unverschämter Hornhausvogel! Ah, ich habe meine Hoffnung irgendwie da schon lange aufgegeben. Von den ersten Monaten der LPM-Crew habe ich da irgendwie schon gedacht, so nee. Wie wird das nichts? Ach, ich bin doch dumm. Auch bin ich behindert. Oh. Ich hätte es mir so einfach machen können. Ich mache es mir schwer. Ich hätte es mir einfach so einfach machen können. Oh. Einfach ist halt zu einfach, ne? Gott, bin ich dumm. Oh. Na gut. Das ist doch, zu einfach ist doch auch langweilig, oder? Oh Mann. Oh, Mann, ey. Bleibt das jetzt eingesammelt? Ich hoffe mal. Dann habe ich da oben nichts mehr zu tun. Na doch, doch, doch. Da war doch auch so ein Schalter. Oder habe ich das jetzt? Ich glaube, das ist nicht gespeichert, oder? Ist das jetzt gespeichert oder nicht? Ich denke mal nicht. Und nicht warum ich das denke, aber ich denke es halt. Mhm. Komisch weiß ist, seitdem ich den Kontakt zu ihr beendet habe. Okay. Ich sag mal so, ich schreibe mit Timmy nicht viel. Ne? Das einzige, wenn die einzigen Situation, wo ich ihn anschreibe, ist, ob er beim Turnier mitmachen will. Sonst nicht. Also mir kann es eigentlich egal sein. Aber das letzte Mal hat Markus so gesagt, ja, Leute, könnt man eine Umfrage erstellen und so. Dann hab ich halt schnell eine Umfrage erstellt, ne? Da mault so dem rum, ich habe mir voll Mühe gegeben und so. Dann sag ich so, ja, tut mir leid, ich habe halt schnell gemacht. Und dann hat er so ganz böse geschrieben, ja, das muss es ja auch tun, ey. Ich hab doch voll lange dafür gebraucht. Markus sagt nicht eine bestimmte Person, wer die Umfrage macht. Er sagt nur, Leute, macht mal eine Umfrage. Also, da geht er auch drauf ein, ja, aber da tue ich nicht oft pingen. Warte, ich würde mal gucken, ob das jetzt noch da ist oder nicht.
Ja, jetzt weiß ich ja, dass man es einfach machen kann. Okay. Nicht mehr da, aber ich brauche trotzdem irgendwas. Oder? Ist da schon was? Ich will wissen, was dieser Schalter bewirkt. Wie kriege ich den darüber? Na, ich hole mir nochmal so ein Ding. Da oben war eins. Wir wissen, wie ich zu dem anderen Kristall hinkomme. Ich brauche noch einen Schalter. Wenn ich wüsste, wo dieser eine Schalter ist, ne? Dann wäre alles einfacher. Ist auch nicht. Dann kann ich es doch eigentlich auch mit der Wassermelone machen. Nein, ich brauche doch das fette Ding. Da gehe ich jetzt. Ey, brauche ich das auch gar nicht, aber ich denke halt schon. Naja, ich glaube, das war hier irgendwo da hinten. Muss da hoch. In dem Monster. Okay. Ach, Banished. Was ist das für ein Spiel? Kenne ich nicht. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Hä? Wann das, wo ich das hoch runtergeholt habe? Hä, was runtergeholt gesagt? Spaß. Hier war das, ne? Eigentlich ja schon. Hä? Ich bin blind. Ach, hier. Genau da, wo mir noch was fehlt. So, jetzt geht's mal hin. Und wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Feuerholz, ne? Ah, The Empire Earth. So, Strategiespiel. Ist nicht so meins. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, so ist aber ein bisschen was anderes. Das ist halt Clash of Clans, ne? Clash Royale habe ich nie gezockt, weil irgendwie, was auch nicht. Clash Royale habe ich nie angezogen. Ich mochte Clash of Clash Royale irgendwie nie. Was auch nicht. Ja, ich brauche noch ein. Das Ding da oben. Ah, wie komme ich da hin? Ja, da ist der Camper. Ich keine Ahnung. Ich muss doch einen Schalter aktivieren. Das war doch nicht hier, oder? Ne, das war der andere. Abgegeben. Also ich finde Clash of Clans, ja, also schon anders. Ich finde Clash of Clans halt ein bisschen besser, du kannst da wirklich ein eigenes Dorf aufbauen und alles über Clash Royale, weiß auch nicht, das sieht ein bisschen langweilig aus. Aber nur so eine Burg irgendwie. Bei Clash of Clans aber bei mir immer so. Ich zock's ein halbes Jahr, da wird mir langweilig. Dann nach ein Jahr oder so sage ich, oh, ich zock's jetzt wieder mal. Halben Jahr wird mir langweilig. Das ist immer so. Vielleicht tue ich es mir mal wieder runterladen, dann zock ich es wieder eine Weile und dann bist du wieder langweilig. Ich kann das Spiel, ich habe das Spiel nie dauerhaft gezockt. Mir wird es immer irgendwann langweilig. Ist auch nicht, ist für mich halt kein Suchtspiel. Was heißt Suchtspiel? kein dauerhaftes Spiel. Weiß auch nicht, irgendwie ist es komisch. Hey, wo war denn das der Schalter? Ist der Schalter für das eine Ding? Muss doch irgendwo sein? Ich das wüsste. Irgendwo außerhalb, kann ich hier in der Mitte sein. Brauche ich tatsächlich den einen Schalter da oben. Irgendwie glaube ich das. Aber irgendwie hoffe ich es nicht. Alter. Aufpasst wieder. Hm.
Meine Kamp spielt jetzt Clash of Clans oder Smash? Weil Clash of Clans ist ja gemischt. Sag mal. Ich hab gerade bei Clash of Clans Rathaus Level 9 oder so. Komm, ich guck mal kurz, dein Spaß. Ich hab's noch runtergeladen auf meinem alten Handy. Das liegt gerade neben mir. Beim zweiten Dorf, da gibt es ja immer zwei Dörfer, da hatte ich irgendwas in 1800 oder so viel. Achso, okay. Mhm. Ja. Ja. Ich finde Clash of Clans schon ziemlich. Ist eins der Aufbauspiele, die ich eigentlich ziemlich gern mag. Mein Vater spielt übrigens auch sowas, ne, so Aufbauspiele. Er spielt was anderes, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber. Er hat früher auch sowas ähnliches wie Empire aufgespielt, die ganze Zeit am Laptop, wo ich noch klein war. Er zockt auch. Ganz anderes Zeug wie ich. Er hat auch mal Mario Kart gezockt, ne? Ich glaube, ich hab's euch mal gesagt. Er war jetzt nicht sonderlich gut, aber muss er auch nicht. Jetzt hole ich mir eine Wassermelone. Aber beim Bandit-Stream war weniger Zuschauer da als sonst. Waren es nur 69. Wahrscheinlich, weil das Spiel halt nicht so viele kennen. Ja, das kennt man. Aber bei. Warum wohl? Ne? Das kann man sich vorstellen, warum. Wenn er Sonic macht, dann ist immer viel los. Warum wohl? Immer so witzig, ne? Sonic 2006 heißt ja eigentlich Sonic the Hedgehog und Switch hat das gar nicht. Tja. vielleicht hat's es doch, aber. Kommt, wenn man halt Sonic the Hedgehog eingibt, kommt halt beides raus. Vielleicht hat das übersehen oder das gibt's wirklich nicht. Das wäre ein bisschen hart. Wenn das Spiel ist so schlecht, das nehme ich nicht rein. Dann wäre ich beleidigt. Ah, muss ich nicht wundern, ja. Am liebsten als Overspiel irgendein DS-Teil gespielt. Was? Arno-Teil? Das ist ein Arno-Teil. Ja, für uns sind 69 schon ordentlich. Und Markus, es ist aber halt wenig los. Kronk. Hey Bobble, guten Abend dir. Dankeschön für 2 Bits. Einen Abend allerseits, PogChimp 1, PogChimp 1. Dankeschön. Bobble und einen schönen Abend. Wie geht's? Wie steht's? Ja, wir Kronk so, 2000 Zuschauer, Leute, ist heute Zimmer aber wenig. Und ich so. Ja. Und für Ninja 2000, ich beende den Stream. Oh, letztes Spiel. Ah, wartet. Patrick! Du stirbst mir nicht. Dankeschön für den Tipp. So. Jetzt ist es hinter dem. Hallo. Mir geht's auch gut. Danke für den Witz. Schwerpunkt geschaut. Ich habe auch viel Werbung geschaut, aber in Sonic Forces Speed Battle und nicht bei Twitch. Oh, diese Handyspiele sind so schrecklich. Überall Werbung. Ja gut, manchmal bringt die Werbung auch was, wie bei Speed Battle, da kriegt man halt. Ich kann da drauf ziehen, achso. Gerade eben konnte ich es nicht. Achso, nee, ist was. Kriegt man halt Ringe. Dafür ist er nicht, war doch da. Mhm. Ja, natürlich. Ah! Nein! Ah. Was hat sich jetzt geändert? Ich glaube, ich weiß, was sich geändert hat. Ja. Er sieht gut aus. Ja. Nein. Sehr schön. Run left.
One more left. Hallo. Komm ich da drauf? Bleibt ja gespeichert. Chill, Patrick. Och nee, jetzt möchte ich nochmal machen. Oh. Oh nein. Warum bleibt das nicht da gespeichert? Och man. Jetzt darf ich das ganze Dicker nochmal holen. Oh. Wunderbar. Oh. Na gut, dann schaue ich doch lieber Werbung. Bei Android kann man zahlen, damit man keine Werbung mehr schauen muss. Mann. Hey. Oh Mann. Alle in der Höhle. Das glaube ich. Ich muss jetzt nochmal das. Ach, Wolke, geh doch mal weg, ey. Ja, noch stärker als Smash 4 Wolke. Warum denn, sorry? Don't worry, it's good to be Kartoffelberry. So, kann passieren. Ich sag ja Markus auch nicht jedem Hallo, muss ich sagen. Scheiße. Schlagt mich. Also nicht jedem Hallo, der im Chat ist. Unmöglich von mir, ich weiß. Nein, nein, ich bin dumm. Nein. Oh Gott. Hey, Kaki, danke für den Host. Schönen Abend dir. Alles klar bei dir hoffentlich. Und wie geht's? Wie steht's? Ach komm. Also in so eine kleine Runde. Oh Mann, ey. Also heute hat mein Mikro echt Bock. Ja, zweimal hat sich heute mein Mikro wieder gemutet, keine Ahnung warum das so ist. Bei mir ist das irgendwie ein Bug. Ja. Gut, ihr wollt doch nicht meine Stimme hören. Lieber nicht, okay. Ich steck's mal aus, ne? Wo war hier nochmal was? Gib einfach Tiki her, da passt dich schon. Patrick. Patricia. Patricia, Patrick.
Genau, mein Zimmerbetreiber. Hm, kann ich mal fragen. Mein PC ist schon komisch. Oder ich hab da irgendwas falsch eingestellt. Warum? Warum soll das dann sich die ganze Zeit muten? Ich frage mal. Der soll kurz ein Voice kommen, warte. Spaß. Nein! Och. Ey, diese Wolke ist OP, Junge! Oh. So, jetzt nochmal. Noch einmal und nie wieder. Bitte. Wenn jetzt mich der Blitz noch getroffen hätte, dann wäre ich echt eskaliert. Mag deine Stimme nicht, ja, meine Stimme ist einfach zu extrem. Die ist zu hart, zu extrem. So kratzig. Och nein, warum spr- Oh, meine Fresse. Ah. Oh, das ist. Und bleibt es nicht einfach gespeichert, ey. Oh Mann. So ein Mist, ey. Gott. Nervt langsam, das die ganze Zeit zu machen. Wo klitsch ich da rein? Noch viele Gift-Subs abgelaufen. Deswegen muss ich immer auf Discord gucken wegen den Rollen. Wegen den Rollen. Ja, Tiki, du kannst da ruhig reingeklitscht bleiben, solange du da drin geklitscht bleibst. Das ist alles gut. Hm. Ist ja nicht schlimm. Aber das ist mir auch gerade aufgefallen. So im Stillen bin ich gestorben. Ach man, ey. Ist einfach die Sammelgegenstände bleiben gespeichert, aber was man gemacht hat, nicht. Das erinnert mich an 2 und 3. Da war das auch so. Irgendwie hat mich 2 und 3 nie richtig gestört, was auch nicht warum. Hallo. Sind doch mal Platz. Logo mehr bei mir schon. Ja, bei mir, also bei mir jetzt hier im Chat stehen beide Symbole von dir und jetzt im Stream-Chat, also was ihr seht, da steht nur dein Mod-Symbol. Da steht nur dein Mod-Symbol, nicht dein Dann, ja, dein Bit-Symbol. Hm. Ja, die App, die rumspackt. Mhm. Das macht so öfters. Warum auch nicht, ne? Patrick? Und du kommst nicht ins Match. Die App. Ich nutze auch die App. Ich stream gerade über die App. Ja, warte, ich muss kurz OBS einstellen. Okay. Oh, ja. Die App hat sich aber verbessert und zwar, wenn ich jetzt mit dem Handy ins Stream schaue, dann fliege ich nicht die ganze Zeit aus dem Chat raus und muss den Stream reloaden, um in den Chat schreiben zu können. Das hat sich verbessert. Ich muss nicht die ganze Zeit den Stream reloaden. Schon. Ich finde die Twitch-App immer noch. Ich PC ist immer noch besser bei Twitch natürlich. Wird aber auch immer so bleiben. Ah, wohl. Wer weiß. Ja, PC hat auch weniger Delay und alles.
Handy-App, ja. Ja, Desktop, da hatte ich eigentlich nie das Problem mit diesen Symbolen, aber PC hatte ich schon mal, ja. Handy. Ja, da hatte ich es auch schon mal. Öfters, weil Twitch halt keinen Bock hat. Ah, Manu, du bist halt kein Mod mehr jetzt bei mir. Das hat Twitch so entschieden, nicht ich. Ende des Streams wird es durchgesetzt. Das ist Artikel 148. Der Manu darf kein Mod mehr sein. Nintendo Labo VR-Brille, und wie ist die? Dieses Nintendo Labo-Zeug finde ich irgendwie jetzt nicht so berauschend. Aber ich hab's ja noch nie so in echt gemacht. Echt irgendwie aufgehabt. Also der Werbung her brauche ich es jetzt nicht, sagen wir mal. Sagen wir mal so. Oder auch nicht. Oh Mann, ey. Ich will das jetzt noch machen, ey. Kann diese Mission nicht mehr sehen. Gib mir die Rutsche, gute Witz. Meine Güte. Hey, just world with bricks. Willkommen im Stream. Schönen Abend wünsche ich dir. Welcome. You speak German or English? Manu, schlechte Mod, ja. Warum Party? Willst du kein Mod mehr sein? Okay. Tschüss. Ach, Spaß. Oh, die Witzbewerbung nicht mehr. Die gehen öfters mal nicht, Kagi. Die gehen öfters mal nicht. Ich hol jetzt schon mal das hier. Ach so. Ja gut. Kann ich mal mitteilen, wie es so war, ne? Auch 4 Stunden! Das klappt heute leider nicht mehr. Ich habe verstanden, hallo, was ist das? Leider ist das Spiel auf Englisch. Moin Tech. Okay, ich auch. Was ist mit einem Mod-Ranking? Was? Ja, Manu hat gerade Probleme oder harte Probleme, dass sein Mod nicht angezeigt wird in seiner App. In seiner App, seine selbstgemachte App. Moment. Was war denn, ey? Ich hab noch irgendwas übersehen, ne? Ja. Ich tatsächlich. Tatsächlich war da noch was. Hier irgendwo. Das nicht bemerkt. Hier. Last Crystal. Last Crystal. You gave you my. Das waren jetzt alle, aber da ist doch noch einer. Nicht, achso, ich hab den doch schon. Gut. Aber ich muss noch das hier aufkriegen. Und dafür brauche ich den Schalter. Der da oben da war. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich stream, weil da will unbedingt. Da will unbedingt ein Freund was machen. Weil er sagt, wir haben 2 Wochen nichts mitgemacht. Weil 3D, wer weiß. Bestimmt gut. Oh, im Lotto war ich 2-mal im 4D-Kino. Waren jetzt nicht so berauschend, ich fand die im Europapark, das im Europapark fand ich immer noch besser als das, was da war. Aber, ja, war halt so. Einmal, kennt jemand Madame Monroe? Ich habe auf Instagram heute wieder was gepostet. Instagram macht er was, was? Ja. Keiner von euch hat Instagram. Oh. Komm zurück, Dummy. Mal gucken, vielleicht sagt er doch noch ab, aber ich glaube nicht. So sieht's aus. Wir müssen am Dienstag eine Präsentation halten. Ne, am Montag. Noch besser.
über den ökologischen Wandel. Okay, jetzt Teampräsentation aber. Ah, juckt doch keinen. Naja. Muss ich morgen ein bisschen ausrüsten. Ja, ich muss nicht mehr in der Präsentation arbeiten, ich muss es jetzt nur ein bisschen auswendig lernen, dann ja. Mir macht Spaß, aber die Mission macht mir gerade keinen Spaß. Wenn ich die ganze Zeit runterfalle, dann muss ich alles nochmal machen. Weil das natürlich nicht gespeichert bleibt. Ah, Sonic Adventure 2 am Montag, freue ich mich auch schon drauf. Ach ja, ich kann euch am Ende des Streams noch die Filme zeigen, die ich gekauft habe. Sind übrigens alle auf Englisch, ne? Also. Ich habe Deathpool 2 immer noch nicht geschaut. Der geht vor. Egal, ich schaue die auf Englisch. Mir juckt's. So schlimm ist es nicht. Englisch verstehen tue ich ja. Nur sprechen nicht. Zwei Filme davon kenne ich ja eigentlich schon. Habe ich schon mal auf Deutsch gesehen. Ne? Aber ja, ich kann es bestätigen, Manu. Die PS4 ist abwärtskompatibel. Das passt alles. Ja, ich habe es auch schon gestartet und so. Post perfekt. Ich kann es auch auf Japanisch stellen. Oh, ich weiß nicht, wann ich Uncharted zocken soll. Wäre auch was für ein Streamer. Ich will das halt möglichst bald zocken, also wahrscheinlich privat dann. Ja, wann? Das ist so lang, das sind 3 Spiele. Aber 3 Spiele für 12 Pfund? 12 Pfund sind, sind ungefähr 13 Euro. 13 Euro? Ungefähr so? 13 Euro, 14 Euro. Ja, schon billig. In Deutschland kostet es, oder PlayStation Store kostet es 30 Euro. Auch auf eBay, ich weiß nicht, ob es, vielleicht gäbe es auch billiger. Na wohl, vielleicht 20 Euro. Ist ja neu. Halt, ist es dieser Leck, diese Technikläden, die sind sowas von günstig, ne? Ein halben Pfund für einen Film. Ich habe für 5 Filme 2,50 zahlt. Für 5? Das ist unglaublich, ich habe noch nie sowas Billiges gesehen, noch nie. 50 Pfund. 50 Pfund. 50 Pence. Pencen halt sind, ja. Alter. Regionenvieh, genau. Wenn ich mich gut anstelle, bekomme ich Adventure 2 durch. Ist ja nur noch die Dark Story. Okay, die Last Story noch. Solange mich Rouge nicht wieder so aufregt, weil da kommt noch ein Rouge-Level. Oh, das ist noch schlimmer. Oh, die Rouge-Level, die mag ich, wisst ihr. Das ist, wisst ihr. Wunderbar. Ach ja. So. Ey Leute, ich. Wisst ihr, warum ich London mag? Ich habe 2 Leute mit der Nintendo Switch gesehen, einfach im Zug. Erwachsene. Alter, hab ich so gefeiert. In Deutschland habe ich sehr selten Erwachsene gesehen, die mit der Switch irgendwie da rumhantieren. Aber in London haben mehrere oder 2 Leute. Das hat mir gefallen. Ja, vielleicht sind die in London populärer als in Deutschland. Ich glaube nicht, aber ich habe halt die richtigen Leute gesehen. In meiner Klasse hat gar keiner eine Switch. Gar keiner. Ich bin der Einzige in meiner Klasse, der eine Switch hat. Dann haben wir ein neues Feature eingeführt. Die funktioniert. Ja, das bitte ist ein Bitstars Werbung anschauen. Hat bei mir. Immer wo ich das gemacht habe, das hat nie bei mir funktioniert. Schätze Radio, yep, aber nur durch Sonic und All-Stars Racing transformed. Sonic and All-Stars Racing transformed. Da dieser BD Joe. Mein Lieblingsfahrer in dem Spiel, komischerweise. Weiß auch nicht warum. Ich mag sein Gefährt und. Ja, das ist nicht schlecht. Und er ist nicht Mainstream. Das bin ich. Ah. Du kannst dir also in die Augen sehen. Du
Kannst du dir die Augen sehen? Wie machst du das? Ich hab Angst, dass ich wieder ins Wasser fall. Wenn ich ins Wasser fall, darf ich alles noch machen. Ich muss jetzt kurz Sponsor holen. Jetzt kann ich das nicht machen. Dann haben wir diesen Bereich mal abgeschlossen. Oh. Ach, in der App geht es gar nicht mehr, Kaki. Oh. Na gut. Ja. So, und zurück. Oh, diese Kiste ist echt eine gute Erfindung. So, dann haben wir es auch mal geschafft. Was eigentlich die Lautstärke? Habe ich das? Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gefragt. Muss ich immer fragen. Ja, genau, die coolen Fortnite-Kitties. Oder die Streber. Mhm. Sehr schön. Hat's geklappt? Ja. Yes. Was machst du nach dem Stream? Mal schauen. Schnell was essen. Erstmal. Und dann ein bisschen Smash zocken. So, jetzt bitte nicht ins Wasser fallen, weil sonst rasch dich echt aus. Ja. Wie soll ich hier überhaupt gescheit rüberkommen ohne. Die VR unterstützt. Das ist halt echt aus Pappe, ne? 40 Euro eine VR-Brille ist echt billig, wenn man denkt, dass die PS4 VR-Brille 300 Euro kostet. Ich glaube, dass der Technikunterschied schon etwas ist da ist, aber. Oh. Die Rutsche. Na, wenigstens mal was anderes. Hi, Mermaid Man. What are you doing here? Oh, hello, Kyle. I was trying to find some of our. Ist das der Originalsprecher von Meerjungfraumann aus der Serie? This vine. In my younger days I held the all-time speed record for vine sliding. Du hast einen Gehirnrekord aufgeschrieben. And if you can beat my best time. Mich interessiert schon, Manu. Das Problem ist, dass es heutzutage halt nicht richtig ausgereift ist. Ich habe bei Resident Evil 7 mit VR gespielt, das ist geil, aber es ist halt nicht so. Das kann man noch besser machen. Bei Resident Evil 7 sieht man dann seine Hände so rumschweben, weil das irgendwie komisch ist. Lava VR ist die Brille und der Blaster. Und das 40 Euro, das ist billig. Wo ein goldener Hydro. Dynamische Pfanne wird damit Steuer und Backbord aufsetzen. Ja. A bit busy with all these robots, but sure, why not? It does look like fun. Try not to fall off. Oh, das ist lustig. Okay. So, so, so. Gut, die Kurve war mir zu scharf. Dass sie gestorben ist. Hm, okay. Nein, ich will den Rekord, hallo. Und weil der Rekord ist nicht am Laufen, den will ich jetzt wenigstens nebenher laufen haben. Oder schau mir die Strecke halt auch schon. Dankeschön. Du musst ganz scharf die Kurve nehmen. Ja, ja, ja. Oh, lol. Oh. Mich gucken, wie man hier spricht. Außerdem das Böse! Wird ja nicht wirklich VR, sondern. Ach, eine 3D-Brille. Ach so. Dann verstehe ich es, warum es so billig ist. Eine VR-Brille für 40 Euro, das ist. Das wird ein bisschen arg billig, finde ich. Sag mal, ich muss da, glaube ich, springen. Ach, komm ich mal. Ich will das jetzt. Nebenher laufen haben, vielleicht schaffe ich es. Ich glaube aber. Lol. Lol. Okay.
So. Ganz kleine Strecke. Ganz schmal. Oh, Mann, das sind diese Kurven. Oh. Okay, der Sprecher ist gestorben, aber ich weiß nicht, ob die, die neuen Folgen kommen. Mehr kommt man kaum noch vor. Das kann ich. Oder meinst du jetzt den Sprecher in dem Spiel? Oh nee, ich glaube, du hast nicht verschwendet. Ist ja nicht viel. Aber auf mich wäre es jetzt halt nichts. Nein, nein, ach Mann. Boah, ist eine scharfe Kurve. Nein! Da hat er reingefasst. Wird sich ja zeigen. Auf jeden Fall. Nein. Ich habe die Zeit vergessen. Der Abwrack ist hart mit der Kurve irgendwie. Ja, 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 Mann! Boah. Komm noch vor, echt. Ich schau die neuen Folgen halt nicht mehr, deswegen. Ja, gemeint, ich brauch keinen Fernseher mehr. Oh. Können wir machen, Ju. Gern. Gern, gern, gern. Mann, ich. Krieg ich seine Kurve nicht hin? Das Böse! Deswegen ist Meerjungfrau da. Das erinnert mich halt voll an Treetops aus Spyro 1, so wie das Design. Nicht die Rutsche, aber die Umgebung, alles ist Bäume und alles ist alles Treetops. Sieht genauso aus. Ja, ja, auch so. Schon. In Spyro gibt es keine Blümchenwolken. Nein, nein, nein. Was ist denn das? Oh Gott. Nicht so viel, okay. Okay, ich mach es noch beim Checkpoint hier. Ich hab jetzt keinen Bock, da zurückzugehen. Welcher Weg ist eigentlich schneller? Ich weiß gar nicht. Rechts oder links? Welcher Weg sieht gefährlicher aus? Ich glaube, der war. Deswegen gehe ich mal da rein. Ja, ja. Es läuft nicht auf Zeit.
sollte aber trotzdem unten ankommen. Mitte, ja. Kette gegen die Baumstumpf. Ich geh jetzt mal wieder da lang. Das ist doch kurz. Ja, das ist kurz. Das ist quasi die gleiche Strecke, wo man dann drauf hüpft. Halt, bisschen weiter vorwärts. Eigentlich ist das ja die einfachere Version, oder? Okay. Die Kurven sind halt echt assi. So, ohne Witz. Okay. Ja. Und das am Stück und auf Zeit, okay. GG. Okay. Normal haben wir, jetzt kommt noch, ja, auf Zeit. Uff. Das wird lustig. Ich habe ja zwischendurch einen Checkpoint genutzt, jetzt muss ich alles am Stück schaffen. Oh Mann. Ist klar. Was geht's, Katie Strecke ein bisschen. Nein, ich hätte keinen Double Jump machen sollen. Dödem. Steck mal deine Zunge rein, also wirklich. Habe ich jetzt Ärger, als ich das suche. Ich muss die zweite Kurve besser hinkriegen. Ich. Ja. Ganz scharf reingehen. Vielleicht kann man das schaffen, ohne zu springen, also ohne halt in die Kurven zu springen, meine ich. Wenn man richtig gut in die Kurven reingeht, richtig scharf und so. Aber ich schaff's halt nicht. Super Kombo, natürlich. Nein, oh Mann. Das habe ich auch gerade gedacht, Manu, ne? Aber der Checkpoint war noch nicht da. Uff. Hast du das geschafft, Manu? Nein! Gezuckt. So. Ah. Setz mal wieder. Das war ihn jetzt gerade wieder in der zweiten Kurve die ganze Zeit. Aha. Ich war doch gerade bin einmal ganz gut durchgekommen. Einmal. Okay, jetzt aber wieder. Wirklich. Aber erst nach vielen Versuchen, ja. Das glaube ich. Brauchen wir noch.
Nein. Okay, das war's. Quasi schon RIP. Von der Zeit her. Ah, Checkpoint. Nein. Oh Mann. Nein, ich... Du gehst jetzt, dahin. Genau. Dann muss man kurz Ladezeit genießen, dann sind wir auch wieder da. Na gut. Das heißt wieder dumm. Ich muss gerade so scharf reingehen. Ja, ich war schon fast am Ende. Okay, Dreiviertel. Dreiviertel? Eine Dreiviertel Pizza, gerne. Nein. Ich und meine spastische Steuerung. Still have an E. Hä? Manchmal. Ich kann Gedanken lesen. Das habe ich aus dem Zukunftschat herausgelesen. Quasi gerade Pizza ist die Pizza für dich und mich. Pizza, Quasi. Pizza, die krasse Pizza ist für dich. Krasse Grabe Pizza ist die dritte Pizza für dich und mich. Okay, ich klinge nicht wie SpongeBob, ich weiß. Oh Mann, ich hab doch gerade die Kurve gut genommen, jetzt nicht mehr oder was? Wieder gut genommen, okay. Halt doch nicht an. Oh Mann! Das Gute ist, ich mach's nicht dringend zu 100%, deswegen. Wenn ich keinen Bock mehr hab, dann ist es so. Ja. Nun ja! Würde ich dann sagen. Nun ja! Kill OB, kill Squidward. Dio selbst. Still haven't beaten my record yet. Perseverance is the key. SpongeBob als Blumen macht die Gartenarbeit. Vodafone und starten News. Guter neu. Weil lol. Ihr habt Vodafone, okay. Das sieht wahrscheinlich bei mir auch gleich. Obwohl ich kein Vodafone hab. Nein! Nein. Brech ich weg. Das ist schon geil. Oder kann ich dir mal einen kleinen Remix davon schicken? Nach dem Stream.
Nein, was mache ich denn? Kackfon habt ihr. Ach so, Kackfon, ja, das hab ich auch. Kack. Neckarkack. Kack, komm. Ist auch nicht. Klingt alles nicht so gut. Ja, wunderbar. Also manchmal klappt es mit der Kurve, manchmal nicht. Okay, ich muss von außen da wahrscheinlich scharf reingehen. Ja, Zungenfahrschule bitte. Es sieht... Ich kann es aber nicht einschätzen. Warum auch immer. Ja, ich muss von außen da in die Kurve rein, okay. Alles klar. Grad noch so geklappt. Ja, grad noch so. Hm. Nein. Ich weiß nicht, ob die Fehler, diese Fehler da erlauben, ich glaube aber nicht. Checkpoint, jetzt bitte richtig machen. Oh Mann, ey. Ach nee. Das findest du, das findest du schon so richtig. Das ist doch alltäglich, oder? Warum denn nicht, Kilian, ne? Hab ich früher auch gern gemacht, ne? Irgendwann bin ich dann aber da. Ja. Hab ich's dann auf dem Ohr gemacht. Klar. Oh, das war der falsche. Ist ja kein Problem. Tja. Hier. Das ist gut, ich könnte theoretisch jetzt auch in die erste Welt zu einer bestimmten Mission reisen. Von dem Punkt aus. Also das mit dem Taxi gemacht haben, finde ich schon gut. Mhm. Quasi halt Schnellreise. Mann, ich. Wenn ich nicht gesprungen wäre, wäre ich auch runtergeflogen. Hallo. Oh Gott, das klappt ja nie und immer. Das war jetzt richtig schlecht. Nein. Genau, das gab's in Spyro früher nicht. Das haben sie ja erst mit der Trilogie eingefügt. Früher musste man immer ganz zum Ende laufen. Okay, Spyro-Level sind nicht so groß. Gott sei Dank kommen wir Yooka-Laylee einfach so aus der Welt raus. Bei manchen Welten finde ich den Ausgang nicht mehr drin. Obwohl der bei Yooka-Laylee eigentlich immer gut gekennzeichnet. Obwohl nicht gut gekennzeichnet, aber findet ihn eigentlich wieder. Außer in der dritten Welt da irgendwie findet man ihn nicht wieder. Sorry, da ist er komisch platziert. In der zweiten Welt auch, in der ersten Welt. Habe ich ihn irgendwie auch nicht immer wieder gefunden. In der fünften Welt findet man ganz sehr einfach wieder. In der vierten Welt auch. Das ist eigentlich das einfachste Versteck. Hm. Soll man natürlich auch finden, den Eingang. Sehr schwer. Muss ein schweres Versteck sein. Hm. Was? Das sollte eigentlich funktionieren. Okay, ich muss also nach Seite steuern. Na wunderbar. Wunderbar. Muss mir jemand sagen. Mhm.
Gott, Mio klingt nicht gut. Oh Mann. Was braucht denn Festplattenkabel? Festplattenkabel. Ich kann dir meins leihen. Nein, hallo. Aber da sagt wieder die PS4. Darf die externe Festplatte nicht abtrennen? Dann werden viele Daten gelöscht. Ja, nee, wenn's aus ist, ist egal. Ja, aber schon mal passiert. Ich bin aber immer so ein Glückspilz. Mir ist doch nie was passiert. Sehr, bis jetzt. Hab's zurückgeklaut, wunderbar. Na, für die Switch wahrscheinlich, ne? Und gibt's keine Bluetooth-Festplatten? Gibt's wahrscheinlich auch bald. Da gibt's schon. Oh Mann, ey. Oh. Konzentriertheit ist bemerkbar. Ticken, ach so. So, du Hexe, ja schon da. Ich sag's nicht weiter. Ist schon 1-1-0 eingewählt? Okay, kann ich erklären. Ah, achso, ein Baum ist okay. Damit kenne ich mich nicht aus, wie du sicher weißt. Du kennst dich damit aus, dass ich mich nicht auskenne. Oh nein, ich habe die Zeit nicht angemacht. Hey Aaron, schönen Abend. In London war's, ja. Ganz in Ordnung. Mhm. Wie geht's, wie steht's? Ich kenne mich damit nicht aus. Natürlich. Ich habe schon die PS5. Ich habe schon PS5-Software, hallo. Ich hab schon die PS4 auf die PS5 geupgradet, weißt du? Das wäre schon logisch. Ja. Mhm. Hab ich jemals irgendwas in der Art gemacht? Eigentlich nicht, ne? Okay, in GTA San Andreas halt, ne? Okay, das sind Cheats. Das kann man nicht mit Tekken vergleichen. Ja, aber ich denke, Blues Brothers ist nicht auf meiner Schule. Mhm. Gut, ich muss wirklich nach links steuern. Das war. Ja! Yeah. Yes! Ah, puh, gut! Ja, der geht nicht, weil Restream hat Probleme. Also Restream benutze ich, damit ich auf YouTube und Twitch streamen kann. Aber das geht nicht. Also der Restream verbindet sich mit Twitch. Das heißt, wenn ich mit Restream weitergemacht hätte heute, dann ja, wäre ich nur... weil ich nur auf YouTube online und Twitch ist ja meine Hauptplattform. Deswegen. Nee, ich wusste es nicht. Na, schon Privatsphäre. Hab auch schon gedacht so. Ah, ich sag's nicht weiter, alles gut.
Ich sag's nicht weiter. Alles gut. Achso, das kann man noch gar nicht in Dialog. Gut, ich tu mal das Video neu starten, dann hören wir es nochmal an. Ah. Sehr schön. Nee, ich hab's noch nicht gewusst. So. Okay, wir brauchen noch zwei Camper, fällt mir ein, ne? Nein, alles gut, Junge. Du bist wie ich mit meiner Adresse. Kann man so sagen. So, ich geh jetzt mal wieder hier regulär raus. Ich will immer noch zwei Camper. Wo sind denn die? Down in the Swamp. Power Crystal Crisis. Ah, ich bin so ein Idiot. Ich bin doch ein Idiot. Moment. Ah, Mann, ey. Blaubeerspure, wo bist du? Ah. Ja, gut. Das stimmt, wenn Blues das schreibt, wenn Blues es da reingeschrieben hat, dann heißt es, dass er einverstanden ist, dass alle das wissen. Die da in der Gruppe sind. Ich habe die Gruppe auf Stumm, deswegen. So, ich muss jetzt noch so Blaubeerspur, der gibt mir dann das andere. Ja. Anderen Spätschüler. Dann passt dies. Ja, der Kiste ist da hinten. Gülle. Ich glaube, wir brauchen einen Gülletaucher. So, hier. Schön. Alright. Stand back. Oh boy. There. Wo hast du diesen Pfannenwender gerade aufbewahrt? Ich weiß nicht, wie viel du da unten Platz hast, aber wenn du da unten so viel Platz hast, dann heißt das was. What happened? Ja, genau. SpongeBob sagt's, egal. Wie auch immer. Power to trim my nose hairs at super speed. Incredible. Yeah, I guess so. Well then, I need to return to the... Achso, bei dir meinst du. ...and get back to work. But here, take this golden spatula. Nee, and go darf schon nicht. Das ist mein... I'm always happy to lend my services to my favorite superhero. If you ever run into trouble again, let me know. Wenn man ihn errät. Ja gut, Nachname raten. So eine Sache, ne? Yeah, sure, kid. So, der Pfannenwender, der war an einer unbequemen Stelle, aber ich nehme ihn trotzdem mit der Hand. Ich nehme ihn trotzdem und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen in die nächste Welt, weil wir haben hier genug gemacht. Erstmal, ja. Gut. Gehen wir erstmal auf die Oberwelt zurück. Alles klar. Das ist nicht so schön. Wenn es dann noch so Chemiegeruch ist, ne? So, was ist die nächste Welt? Genau, das machen wir heute nicht, weil Shelly das sehen will. Die Traumwelt, genau. Ah, es gibt nur noch zwei Welten, was? Und noch den Boss, okay. Alles klar. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Ich will mal speichern, hallo. Traumwelt. Ja, weil wie es dir nicht geht, Kaki.
Kreis in der Mitte im dritten Bereich. Ach, der Kreis in der Mitte? Da war irgendwas, ja. Ah, das ist doch der erste Bereich, ich schlau mal, ja. Wird ja mal am Anfang teleportiert. New. Genau da. Hier? Ja. Genau. Ja. Da hatte ich nur schon recht. Theoretisch. Die müsste ich mal entstummen. Kurz entstummen. Wo sind die? Dream Bubbles. I'm surrounded by Dream Bubbles. I wonder what that means. Oh, ich bin da. Oh. Nö, ich glaube, ich bin da gar nicht mehr drin. Nee, ich wurde rausgeworfen, glaube ich. Oder? Ja. Nee, hier. Ah, die heißt ja ganz anders. Die heißt jetzt nachdem sie. Blablabla. Genau, hier. Ah, ja. Der Grube, ja. Ihn erraten hast. Namen erraten, wunderbar. Oh, stimmt ja. Muss draufklicken. So. Gary, what are you doing here? Wow. Meow. Oh, so I'm dreaming. Well, then first thing I'm gonna do is dream myself up a mustache. A mustache. Meow. That's scary. It does make me look more rugged, doesn't it? Meow. Genau. Meow. More tasks? Well, I could use more golden spatulas, but where should I start? Meow. 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 Das sieht sehr abgespaced aus, ohne Witz. Puh, Gott. Ich kann mir vorstellen, wie das aufgebaut ist. Ja, klar. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Bereiche, oder? Klar. Das kann es ja nicht sein. A bouncing ball across the dreamscape. Okay. Oh, Mario Sunshine Geschicklichkeitsbereich ist das. Hm. Oh no. Ich muss wissen, wie sie sich drehen. Hm. Ja, New hat von dieser alten LPN-Crew-Gruppe geredet. Aber wann hatte denn verraten? New war das schon länger her. Hm. Kaiser SpongeBob. Mhm. Echt nicht so einfach. Ah, ja, wunderbar. Wieder eine Rutsche. Ist hoffentlich ein bisschen einfacher. Sieht so aus. Hm. Etwas einfacher ist es schon. Ja. Da wussten sie, ist ja billig. Ach, so lang war das. Ach Gott. Ist ja ewig her. Oh Gott, die Nachricht finde ich glaube nicht mehr.
Oder ich warte, oder ich habe es gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein. Was ist da? Eine Dose. Bin ich für eine. Lieber nicht mein Leben riskieren. Ich mach's aber trotzdem. Ja, da kann ich rein. Gut, ich gehe mal schon mal rein. Buchstabiert. Ja, ja, klar, ihr habt den Nachnamen genannt, aber ich meine die Nachricht, die er geschrieben hat. Warte, was war nochmal Sandys Traum in der Folge? Ah, das sah aber ein bisschen anders aus, aber ich glaube, dieser Traum von Sandy, der wäre ein bisschen schwer darzustellen. Wer will schon dieses doofe Texas? Then you're just the right person to reach the spatula on top of that golden acorn. My dream, my rules. I'll get that spatula faster than a Texas jackrabbit across the 4-lane highway. Ja. Ah, wie das aussieht, ist ja richtig geil. Sieht ja nice aus. Das ist ein schön designt. Oh. Was? Alter, wie gebraten der aussieht, das, der Serie ist doch nicht so gebraten. Doch, doch. Gut. The American Straight. Endlich mal wieder einfach rutschen. Lol. Nein. Nein! Okay, es ist so schwer, aber trotzdem. Nein. Kann man halt echt überall fahren auf den Straßen. Ich hab gedacht, das ist nur Deko, aber nee. Toll. Nein, da geh ich hin. Rot. Achso, es riecht so stark, dass es schon weh tut, okay. Dunkelrot. Achso, du meinst dunkelrot mit Ding. Larry, ich hab gerade den Namen vergessen. What kind of shoes do you this ninja wear? Sneakers, Sneak Schleichen. I could do it in my sleep. You are asleep. As I said, in my sleep. Well, there's a golden spatula out there for you if you make it far enough. Yeah, yeah. I'll do it so fast, it'll make your head spin faster than a horny toad on a merry-go-round. Wunderbar. Why can't I ever just dream normal dreams of world domination? Okay. Let's go. Nicht unten angreifen, ist halt die Stunde. Ja,
hat keine Down, ja. Oh Mann, warum ist das Eisphysik? Hallo. Gut, dass es Crash 2 Physik ist. LOL! Was war das? Jetzt der die anderen zerstört, okay. Gewicht. Sterb gleich, ey. Ah, wie jetzt? Crash Tag Team Racing gefunden, okay. Tag Team Racing. Ja, ist ja PS1 Spiel. Kommt ja auch bald. Ist das schon April? Oh. Mann, ey. Sonic Team. Sag immer Sonic Team Racing. Team Sonic Racing kommt Ende Mai und Anfang Juli oder Ende Juli kommt Crash Team Racing. Und beides kommen. Team Sonic Racing hat drauf Vorrang. Also ich kaufe mir beides, aber ich kaufe mir Team Sonic Racing zuerst. Müssen wir noch vorbestellen. Eine Maschine, ich dubbel. Hab's gar nicht gesehen. So. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber. Ach komm. Ach, für GameCube war das auch so. Ups. Ich hab grad mal PS1. Ups. Springtime, ne?
gerade wo du schreibst, Junge, ne? So. Ach, ich muss wieder aufs Spiel klingen, stimmt ja. Wo ist die Maus wieder hin? Ich finde die Maus wieder nicht. So. Ah, wunderbar. Ja, so kann man es sagen. AfK-Afrikaner, was? Ja, das habe ich natürlich auch verstanden. So. Mitten in der Luft angehalten, natürlich. Mhm. So will man es sehen, ja. Danke, Dolphin, für den Lag und deswegen konnte ich da jetzt nicht mich dran hangeln. So wie ein Smash, wenn es laggt, dann kommen manche Attacken nicht raus. Na, so war das gerade. AfK-Party. Also entweder eine Party, wo nichts passiert, wo alle abwesend sind, oder eine Afrikaner-Party. Kann man sehen, wie man will, ne? So. Ah, da oben ist der Golden Spectula. Spectula. Mhm. So. Ah, geh weg, geh weg. Das ist am Anfang schon mal erledigt. Razor und Jump'n'Run. Achso, das ist nice. Das klingt nice. Aber das war als Remake kommt, ist doch Crash Team Racing irgendwie, oder? Was war das? Nicht. Das heißt nicht Crash Team Racing. Sonst wäre es. Ich komme in den 2 Monaten 2 Spiele mit fast demselben Namen raus. Dankeschön, Kaki, bitte. Hast du schön gehört, die Wohlen wegen A13 vor den EUGH gehen. Wer will das nicht? Das ist wahnsinnig, das ist schon 1000 Mal. Ach, ich verfolge die Videos gar nicht mehr, weil ich finde das irgendwie. Ist aber nicht. Lächerlich, was die Politiker da machen und. Ich lese das immer und denke mir so, ja, jetzt entscheidet euch doch mal. Macht den Dreck einfach weg, bringt doch eh nichts. Aber Videos angucken tue ich darüber gar nicht mehr irgendwie. Ich will mich da jetzt nicht mehr quälen damit. Muss ich ehrlich sagen. Weil. Es kommt, dann kommt's. Es wird anderes. Es kommt Crash Team Racing raus, oder? Also als Remake. Berliner, was Berliner? Jetzt hab ich Hunger auf Berliner. Tja. So, komm ich da jetzt raus oder muss ich hinterher gehen? Hab ich eine Kiste oder so? Oder? Ah, ha, 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 ha. Hinten ist was. Nein, da komm ich nicht hin. Komm ich da hin? Trampolin? Ja. Okay, ist alles gut. Ich geh mal wieder, egal, die Socke da, die bleibt halt da. Ja, nee, muss man nicht machen. Und ich, wie gesagt, schaue auch keine Videos darüber. Heil, was hab ich? Ich schaue nur noch Troll-Videos von Axel was. Das ist wie YouTube-Kacke für mich, deswegen. Nur halt ungeschnitten, das ist halt wie live. Leider. Ist denn hier jetzt noch was? Das klebt natürlich an den Füßen fest. Natürlich. So was mache ich. So was passiert mir auch manchmal. Das Surfpad an den Füßen hängen bleibt, warum nicht? Ja, Videospiel-Logik. Ist doch gut, ist doch gut. Kennt man. Okay, also dasselbe besteht eigentlich nur aus dieser Rutsche. Die Hauptmission ist einfach die Rutsche da zu Ende zu rutschen. Naja. Skateboard. Du musst auf dem Hinterteil landen. So etwa? Nein, das andere Hinterteil. Hoppla, da hat wohl jemand den Berg umgedreht.
Hat schon eng hier. Ich glaube, ich werde gleich klaustrophobisch. Leck. Bleib jetzt aber nicht stehen, Spiel. Oh Manu, ich glaube, das ist bei dir in der Nähe sowas. Sowas ist bei dir in der Nähe. Wie die mit Scheiße werden. Das geht da, wie man sich's vorstellt. Diese Buche stehen. Haben wir eine lange Rutsche, muss man sagen. Also ohne Witz. Ich hab da echt bescheiße. Sind wir in South Park oder was? Hallo? Sag mal! Och nee, oder? Oh, ich hab auch einen Checkpoint. Jeder Straßenlaterne. Nice. Bei Crash Tag. Das Gegner ist verbitten, das klingt nice. Ah, so Crash Team Racing. Hier kommt Sonic Team Racing und Crash Team Racing. Kann man sich gut merken. Ey, warum stellen die jetzt so dumm runter, ey? So, okay, Junge. Na, ich lese den Gegner verbinden und so. Sieht halt nicht aus wie Scheiße, sieht aus wie so eine Kuchenbackform. Aber da haben sie die Scheiße reingepresst. Oh Mann! Was ist das für ein Knockback? Nice. Schön. Dann sind wir fertig. Okay. Entweder drüber schwebt oder reingehen. Raus. Ach, hier? Nee. Geht's hier raus? Nee. Ah, wartet. Naja. Fast übersehen. Ach, so holt man den Ausgang. Wenn man das nicht checkt, Leute, kommt man nie wieder aus diesem Bereich raus. Obwohl, nee, eigentlich schon, weil die Anfangsmission, da ist ein silberner Pfannenwender, das kommt, da kommt man raus. Ja, kann ich mal testen, you. Genau so stelle ich mir Texas vor. Ja, das ist wunderbar. Danke, und ich bitte. Muss jetzt immer an Spiegelei in Bratpfanne, Spiegelei in Bratpfanne, Spiegelei in Bratpfanne denken. Muss ich auch immer. Der Mission muss ich immer an Spiegelei in Bratpfanne denken. Oh lol, Alter. Boah, puh, das wäre schwindelig. Was sind das für eine Höhe? Hallo? Hallo? Wollte gerade sagen. Ja, ist doch egal, das Spiel ist doch auch Englisch. Und ich schaue mir bald englische Filme an. Also verstehen tue ich Englisch ja schon. Puh, Gott, oh Gott. Der wird immer schwindelig. Yes. So, Dios Trauma, dieses. Genau, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Handy haben wir schon. Kostet egal, ich hab's einfach gekauft. Okay, gehen wir einfach mal rein. Ja, das hoffe ich auch, dass ihm morgen wieder gut geht. Mr. Crab, what are you doing in Squidward's dream? Hard time, boy, or at least it feels like it. Oh Gott, nein, diese ganzen Thaddeus-Bilder.
Warum dreimal den Horrorblick? Guckt euch an. Findet ihr die drei Horrorblicke? Ich hab's schon gesehen. Und zweimal, nee, und dreimal ein Thaddeus mit verrutschten Augen. Und zweimal ein beleidigter Thaddeus. Gott. Was ist das? Das ist weird. Ja, geht in Ordnung, you. Heute kann ich es aber nicht mehr an Tisch. Ach so, da geht's gar nicht. Ah, ich hab gedacht, da ist das Boden, aber nicht. Da ist kein Boden, ne. Oh Mann, was ist das? Diese Welt, ey. Hallo! Ich bin zu früh abgesprungen. Oh man. Könnte ich mal einen kurzen Stream packen, Jo. Wenn morgen kein Stream kommt, dann beginnt euch am Mittwoch Hatred Heaven. Da freut sich Dead K. Rool. Alter, das wackelt ja. Ah, das geht dann weg, ja. Okay. Oh, lol. Das ist ein Rautezeichen oder so, ne? Die sind aber nicht gestimmt. Nein, spiel es nicht Trash. Spiel es bestimmt nicht Trash, halt anspielen. Ich kann doch einfach Less Tests auf YouTube machen. Nee. Leute, ich bin voll gut, was ihr guckt. SpongeBob. Boah, ich bin gut, was ihr könnt. Jetzt. Und jetzt nochmal. Und jetzt. Boah. Idee. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Die Art von Stream, ja. Da hat man recht. Ihr habt beide in eurer Form recht. Eins plus mit Sternchen, genau. Hallo, nein. Wollte ich nicht. Nein. Oh, Junge. Ich glaube, das soll man nicht rüberspringen, aber irgendwie muss man es ja. Nein! Ich mach das auch was sehen immer. Aber, hey, was? Hä? Okay. Thank you.
Da, der Sprung ist aber ein bisschen problematisch. Okay. Fies. Fiese Möp. Okay, ich sehe Checkpointer. Das ist eine Trommel. Trommelwirbel, bitte. Oh Gott. Das ist risky hier. Stimmt. Ich weiß ja nicht, wie lang die Welt geht. Golden sind also nicht gestimmt, mein Name. Alter, diese Sprüche sind aber echt gewagt. Okay, so schwer sind sie auch nicht, aber. Sie sehen sehr gewagt aus. Nein! Oh Mann! Jetzt sind sie aber auch gewagt. Ja. Oh, diese ganzen Thaddeus-Bilder machen mich wahnsinnig. Was malt er denn, ey? Weil wichtig ist, was hat er für Gesichtsausdrücke drauf? Warum kann man es nicht mit Sandy machen? Das wäre viel einfacher. Das wäre ja geschenkt. Sandy. Sonic-Syndrom. Abstellen. Ich darf gleich darüber springen. Nein! War ich auch zu schnell. Wunderbar. Ah, kommt gleich dazu, nice. Hey, Blusche, schönen Abend dir. Gleich, du meinst ja jetzt. Wie geht's dir? Ja, wir haben heute Seetag mal so grob abgeschlossen, sind jetzt in dieser interessanten Traumwelt und haben natürlich schon fliegende Holländer 100% durch, ohne dich. Spaß natürlich nicht. Da ist er auch schon, ja. Wie gerufen. Ja, diese Welt ist echt interessant. Ich finde sie nicht schlecht, aber ja. Ich mag so abgespacede Sachen, ne? Die Welt ist nicht schwer bis jetzt. Ja, wohl. Doch. Das ist eh war nicht so schwer. Dieser Blick ist auch nicht gerade einladend. Deswegen gehe ich mal lieber. Jo, gern doch. Gern doch. Wenn die dir weiß, dann mache ich dir zu. So. Ja, hat mir gefallen. Nur mein. Mit Klassenlehrer war halt scheiße drauf.
Aber naja. Das ist sowas. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ja, wunderbar, wunderbar. Gut. Die große Grabe, hier geben wir. Geben wir das Geld gut aus. Boah, guck mal, Gary, da bin ich schon wieder. Guck doch. Klassenlehrer eben. Mhm. Und zur Klassenlehrer. Ah ja. So ist halt. Squidward, this is amazing. Amazingly awful, you mean. Mr. Krabs is dreaming of the Krusty Krab. Ja, aber die ist ein bisschen erfolgreicher als Real Life, kann man so sagen, wenn man sich umguckt. What a surprise. I can't escape work anywhere. Wow, lunch rush. Wow. I better grab my hat and... Forget my hat. Get that spatula and get us out of here. It's like a shiny golden toothpick that holds together the bun of... Jetzt gerade bei... Mein Freund waren zu Donnergeschäft, ja nice. Du hast halt alle mit Rauschgift müde gemacht, gibst du. Klar, natürlich. Oh, Riesengrabenburger. Technoroboter, wie eine Taube. Da freut mich das noch, glaube ich. Dusche. Blaue Panzer. Oh, blaue Panzer. Mario Kart. Das triggert mich schon wieder. Ah, muss ich alle erledigen? Ja, wunderbar. Dieser Traum, der ist schon etwas realistischerweise besser Krabs. Die Spawner zu nennen dich. Na gut. So. Wir verstehen das. Einfach alle. Ja, Miratode auch, ja. Und alle vergiftet. Ja, ja, ja. Jetzt kommt alles raus, ne? Da kommst du doch niemals drauf? Oder? Kommt denn drauf? Ich glaube irgendwie wechseln Charakter. Hallo? Nee, kann man nicht. Na gut. Monster-Krabben-Burger. Ja. Jetzt unten. Sehr schön. Ah, je. Yeah. Nicht unter die Tomate. Ey, geh nicht unter meine Tomate. Ich war teuer. Meine Tomate. Geh runter von der Tomate, bitte. Das finde ich sehr nett von dir. Mehr wäre das so, okay? Hallo. Ah, wartet. Ich kann runterschleudern, na wunderbar. Ja, das ist schön. So will ich es sehen. So will ich es nicht sehen. Daniel BK, Was habt ihr denn gegen ihn? Damit meine ich den blauen Panzer. Ich meine natürlich. Weg mit dir. So. Sehr schön. Die spawnen eh unendlich, okay. Ja, verstanden, ja, verstanden. Ja. Ah. Gegner gespammt vom falsch, vom feinsten. Deathpool Endboss. Nee, so schlimm ist es nicht. Finde nur drei. Hallo. Und noch halt die ganzen kleinen Viecher, die auch nerven. Ah, die respawnen auch? Oh, kommt. Ja, egal.
So. Ist auch sehr interessant, ja. Lol. Oh, danke, Dolphin. Dolphin hat es wieder aufgehangen. Genau da, genau da. Ich will schließen. Ja. Das hatten wir heute schon mal, Bruschel, ne? Dolphin halt. Ja, jetzt kann ich es beenden. Wunderbar. Oder auch nicht. Ich habe da auf Ja geklickt gerade. Hallo. Ja, Original. Wenn ich eine TV-Card hätte, dann könnte ich das Original auch zocken. Ja, deswegen mag ich keine Emulatoren. Ja, hallo, da war doch gerade schließen. Jetzt schließen. Doch gerade schließen gedrückt. Mich verarschen? Oh je, ja. Das Spiel ist halt, das Problem ist, Heute hat meine Technik, ja, den 1. April, sagen wir mal. Kann man so sagen, ne? Ja, zweimal Dolphin abgestürzt, Restream geht nicht. Oh, das Mikro hat sich viel mal stumm geschalten. Gut. Aber, lohnt sich das jetzt noch? Ja, schon. Gut, dann bin ich gleich wieder da, ne? Ich starte mal kurz mein PC neu. Geht schnell, aber. Ich muss doch die Chats und alles wieder öffnen. So. Also, bis gleich.